Verborgen hinter den Kulissen des Eismeers wartet die kleine Judith auf ihren täglichen Ausflugspartner. Hallo Judith, na Madame, wartest du schon? Komm mal her. Jawohl, guten Tag. Na, was ist los? Kleine Maus. Ja, das ist unser kleiner Humboldt-Pinguin. Die einzige dieses Jahr, das kleine Überraschungskind, das Überraschungsei sozusagen. Wir haben ja eigentlich einen Zuchtstopp bei den Humboldt-Pinguinen, weil eben in den Zoos ganz viele nachgezüchtet werden und man da eben aufpassen muss, dass nicht zu viele in Zoos sind. Und da hatten wir eigentlich immer alle Eier weggenommen. Aber ihre Eltern waren so gewitzt, dass sie da noch ein Ei nachgelegt haben und wir das nicht gleich gesehen hatten. Und dann ist sie halt geschlüpft und jetzt unser kleines Einzelkind. Die ist jetzt hinter den Kulissen, weil es bei den Humboldt-Pinguinen so ist, dass in der Natur nach 60 bis 70 Tagen die Eltern einfach aufs offene Meer rausschwimmen und sagen, Kinder, ihr müsst jetzt hinterherkommen und euch euren eigenen Fisch sorgen, wir sind damit durch. Und in der Natur geht das natürlich, hat man natürlich auch eine höhere Sterberate, weil nicht jeder Pinguin es schafft, so einen Fisch zu fangen. Hier bei uns ist es einfach nicht möglich. Wir können nicht Unmengen an Fisch ins Becken schmeißen, weil dann das Wasser trüb werden würde, alle anderen würden fett werden, bloß sie nicht. Und zweite Problem ist, manchmal füttern die Eltern einfach auch noch weiter. Das heißt, die wird den ganzen Winter von den Eltern gefüttert, die kommen dann nicht in die Mauser. Also haben wir sie rausgenommen jetzt hinter die Kulissen, die nach 60 bis 70 Tagen, und bringen ihr hier halt das Fressen bei. Damit dem 4 Monate alten Pinguinmädchen nicht langweilig wird, spaziert es unerschrocken an der Seite des Tierpflegers in die Futterküche. Vorbei an den Innengehegen von Kegelrobben, Seebären und Walrossen. Auch wenn die flugunfähigen Vögel an Land nicht sehr elegant wirken, sind sie doch flink und geschickt. Beherzt entert sie die Futterküche, schnappt sich auf dem Weg fast noch schnell einen kleinen Leckerbissen, überlegt es sich dann aber doch noch einmal anders und peilt lieber erst die Gefahrenlage. Gut versteckt in ihrer Metallhöhle. Genau wie hier sind Pinguine in diesem Alter auch im Freiland an den Küsten und Meeren der südlichen Halbkugel auf sich selbst gestellt. Die Eltern sind in die Meere zurückgekehrt und die Jungtiere sammeln die ersten eigenen Erfahrungen. Judith dagegen weicht ihrem Sebastian kaum von der Seite. Also die isst jetzt morgens immer ein Hering im relativ großen und dann so 4-5 Lotten. Also Lotten sind diese kleineren oder auch Karpelinen genannt. Also davon dann am Tag vielleicht 10 und 2 Heringe. Rund 20 Minuten dauert der tägliche Ausflug mit Spaß und Spiel in die Futterküche. Dann entscheidet Judith selbst, dass es ihr für heute reicht. Genauso flott wie den Hinweg absolvieren die kleinen Pinguinfüße auch den Rückweg. Damit Judith auch gut in Form bleibt, führt der Rückweg fast immer über die große Walrosswaage. 3,4 Kilogramm wiegt sie inzwischen, bei einem Geburtsgewicht von 80 bis 100 Gramm eine erfreuliche Entwicklung. Schon bald wird das Pinguinmädchen in die Eismeerkolonie umsiedeln und dort endlich seine 39 Artgenossen kennenlernen.